Gut, danke, Ingo. Okay, jetzt waren nicht so wahnsinnig viele Verständnisfragen bei der ersten Vortragsrunde, so dass ich davon ausgehe, dass jetzt genügend Diskussionsbedarf existiert. Ich muss mal ganz kurz nochmal die Bitte ins Mikrofon zu sprechen bei der Diskussion, weil wir das mit aufzeichnen. Okay. Mhm. Ja, guten Tag. Mich erstaunt jetzt, was der Referent jetzt gesagt hat, dass Europa keine großen Erfolge in den militärischen Konfliktherden auf der Welt gehabt haben soll, weil sie eben nicht so eingegriffen haben wie vielleicht die USA. Aber könnte man das nicht vielleicht so verstehen, dass sie sich nicht trauen, weil eben das demokratische Verständnis in Deutschland oder in Frankreich schon so groß ist, dass, also weil die Bevölkerung in diesen Ländern das gar nicht dulden würde und dass sich deshalb die Regierungen bei diesen militärischen Konflikten doch zurückhalten, ist jetzt meine Frage, weil ich glaube nicht, dass das eine Unfähigkeit wäre, denn in Afghanistan waren ja auch Deutsche, Französische, Britische und die ziehen sich ja nun langsam zurück. Also ich muss das mal wirklich so fragen, ob das, wie Sie das sehen. Okay, ich würde sagen, wir sammeln erstmal. Ja, meine ganz konkrete Frage zu den tatsächlichen Möglichkeiten, die EU zu reformieren. Wie käme man denn jetzt so institutionell dran an diese Verträge? Bräuchte man da eine Einigkeit aller Mitgliedstaaten oder wie wäre da der Weg? Und ich weiß es nicht, ob die Frage so ohne weiteres zu beantworten ist. Dann eben auch die zweite Möglichkeit, gibt es denn schon Beispiele in der Geschichte oder angedachte Wege, wie ein neues Europa überhaupt aufzubauen wäre, wenn man jetzt nicht an Reformen von diesem Regelwerk glaubt. Christian. Ja, du hattest jetzt was gesagt zur Last der Linken mit Europa, also eigentlich vor allem der EU dann. Und aber nichts konkret zum der Last der Linken mit dem Euro, wo es ja wahrscheinlich auch einiges zu sagen gäbe, mit dem Euro oder mit der Euro-Krise, wie man damit umgeht. Ich könnte mir vorstellen, dass sich da diese Last nochmal ein Stück vervielfacht, weil man einerseits natürlich auch nicht sagen kann, ja, wir wollen unsere nationalen Währungen wieder, aber andererseits halt diese ganzen, dieses neoliberale Grundprinzip im Euro ja wahrscheinlich doch schon schwer, sagen wir mal, also so eingebaut ist, dass das auch schwer zu überwinden ist. Aber würde mich mal interessieren, ob da noch ein bisschen was zur Last der Linken vielleicht mit dem Euro und der Umgang mit der Euro-Krise eben kurz sagen könntest. Okay, dann waren jetzt doch drei größere Fragen. Ingo? Also mit dem Militärischen, da würde ich mich missverstanden fühlen, wenn ich sage unfähig. Also natürlich wären sie fähig. Also sie arbeiten schon sozusagen lange daran, ihre Fähigkeiten auszubauen. Ich würde eher sagen, es gibt zu starke Widersprüche, um bestimmte Projekte zu verfolgen. Also wie gesagt, der Irakkrieg, da war Schröder mit Tamtam dagegen. Andere Staaten waren dabei. Das heißt, da gab es unterschiedliche Einschätzungen und Interessen, diesen Krieg mitzuführen. Frankreich hat teilweise klar eine etwas kritischere Bevölkerung in bestimmten Fragen, aber im Libyen-Krieg war Frankreich vorne dabei und Deutschland eben nicht. Das heißt, es ist nicht die Unfähigkeit, sondern bei bestimmten Einsätzen gibt es eben Widersprüche, die dazu führen, dass es bisher sehr selten oder es gab ja gemeinsame EU-Einsätze, Militäreinsätze. Afghanistan war zum Beispiel, da gab es nach 9/11 war klar, das tragen alle mit und da gab es sozusagen einen EU-Einsatz, wie auch in anderen Ländern. Aber bei vielen Konflikten sind die Widersprüche eben so stark, dass dann doch Länder ausscheren. Und gerade bei so Fragen wie Militär, wo man sagt, das ist eigentlich ein Kern von dem, was ein Staat ausmacht,
kann man sich natürlich schon die Frage stellen, warum schafft es dieses EU-Ensemble eben nicht, zum Beispiel, wenn Frankreich gegen Libyen Krieg führen möchte, zu sagen, ihr macht das nicht. Also es ist sozusagen, da ist dann die EU zu schwach, um einzelnen Staaten oder das zu unterlassen. Also ich würde nicht sagen unfähig, sondern die Widersprüche sind eben zu stark, dass alle Kriege gemeinsam geführt werden oder wenn einzelne Staaten Kriege führen wollen, das unterbunden wird, sondern da macht dann sozusagen jeder das, was er will. Und das Interessante ist ja eher, dass Deutschland gerade vor diesem Mythos Friedensprojekt in den letzten Jahren, und Gauck hat es ja gerade auch in seiner Rede nochmal deutlich gemacht, eher nochmal oft gebeten wird, mehr militärische Verantwortung zu übernehmen. Also das wird eher in die Richtung gehen, dass sie natürlich diese Fähigkeiten weiter ausbauen. Die Reformfähigkeit von diesen Verträgen, das ist ganz richtig. Man bräuchte sozusagen eine Einstimmigkeit aller Mitgliedsländer, was eben oft sehr schwierig ist, die in bestimmten Fragen einzubinden. Und das heißt, wenn wir von links oder irgendwie eine sozialere Politik da irgendwie einbringen wollen würden, dann würde das nur über die nationalen Parlamente eigentlich gehen. Bisher, wie gesagt, das Europaparlament hat da bisher sehr wenig Kompetenzen und gerade bei der Frage, wie mit der Krise umgegangen wird, wird dem Europaparlament teilweise verstärkt auch Kompetenzen entzogen. Beispiel wäre hier die Bankenunion, wo vor allem Deutschland darauf drängt, dass das Europaparlament umgangen wird. Das heißt, da wird die Bankenunion geschmiedet in einem Verfahren, wo sozusagen versucht wird, dass das Europaparlament erst gar nicht reinreden kann. Die schreien dann natürlich irgendwie auf. Und die Frage wäre da zum Beispiel, wie schafft die, sagen, das irgendwie zu verhindern, etc. pp. Das Europaparlament ist natürlich deswegen nicht unbedingt völlig überflüssig. Also es gibt sehr viele Initiativen, wo viele Infos rauskommen, wo man Gegeninformationen mitmachen kann und so weiter. Aber es ist sozusagen eigentlich nicht besonders relevant. Die Verträge, also dieser Flickenteppich, den wir jetzt auch mit diesem neuen Europa haben, wird aber auch von Deutschland zum Beispiel als Problem angesehen und auch von Deutschland wird immer wieder gesagt, wir müssen eigentlich diese EU-Verträge nochmal überarbeiten und versuchen, Teile dessen, was wir hier als neue EU beschrieben haben, also das europäische Semester und so weiter und so fort, den Fiskalpakt, dass man versucht, das nochmal in das EU-Vertragswerk aufzunehmen, weil die Teile davon eben bisher außerhalb stehen. Und da wäre eben wieder genau die Frage, kann die Linke das verhindern? Weil damit wird eigentlich genau die Tendenz, die ich beschrieben habe, nochmal forciert, dass das, was in dieser Krise durchgesetzt wurde, dann in die grundlegenden Verträge wieder reingeschrieben wurden. Zu deiner letzten Frage mit den Alternativen oder historischen Beispielen, da habe ich leider nichts groß zu bieten. Mit der Last des Euro, klar, das ist, habe ich jetzt ein bisschen ausgespart. Da haben wir, glaube ich, letztes Jahr so ein bisschen drüber diskutiert. Und ich glaube, da müsste man eher sich nochmal stark darüber verständigen, über die Frage, inwiefern, also A, tut man so ziemlich schnell dann, als wäre man selber Staat und könnte sozusagen darüber entscheiden, was man da macht. Also wo es vielleicht am ehesten relevant ist, ist halt in Griechenland. Also Syriza hat derzeit, wenn laut den letzten Umfragen, die Mehrheit. Sie müsste zwar eine Koalition eingehen mit den Sozialdemokraten, aber die könnten natürlich, sagen wir mal so, hochpokern, versuchen, Erpressungspotenzial aufzubauen, umgekehrt, wie wir es bisher besprochen haben. Also bisher wurde sozusagen ja versucht, Griechenland zu disziplinieren, indem man sagt, wenn ihr im Euro bleiben wollt, dann müsst ihr das und das machen. Und Griechenland könnte ja versuchen, das genau mal umzudrehen und zu sagen, okay, wenn euch der Euro so wichtig ist, dann verändert ihr jetzt mal bitte Politik und wir setzen sozusagen, wir laufen Gefahr damit, dass der Euro halt kracht oder wir rausfliegen. Also in Griechenland wäre es noch die einzige Möglichkeit, wo das wirklich relevant ist. Und wo man sich darüber mal verständigen müsste, wäre eben die Frage,
inwieweit eine formelle Unabhängigkeit in der Währungsfrage eine realpolitische Option oder einen realen Autonomiegewinn bedeuten würde. Zum Beispiel in meiner Doktorarbeit habe ich versucht zu zeigen, dass es genau andersrum ist. Also Frankreich musste schon fast Jahrzehnte, bevor es den Euro gab, hat sich die Geldpolitik der französischen Regierung oder der Banque de France orientieren müssen an der Bundesbank. Österreich hat ihren Schilling einfach an die D-Mark gekoppelt. Das heißt, da gab es einen festen Wechselkurs. Also zu glauben, nur weil man formal unabhängig ist, das heißt, weil Frankreich immer noch den Franc hat oder Österreich ihre Schilling, zu glauben, man wäre real unabhängig davon, was der mächtigste Staat in der EU macht, nämlich die Deutsche Bundesbank, das ist meiner Meinung nach Trugschluss. Und von daher ist es, also das wäre jetzt meine Position, auch unsinnig, so etwas wie einen Austritt aus dem Euro zu fordern. Also jenseits dessen, was dann sozusagen folgen könnte, würde ich erstmal ganz prinzipiell sagen, zu glauben, dass damit hat man eine größere politische Freiheit, ist halt, da lügt man sich in die Tasche. Möchtest du was ergänzen? Ich wollte noch mal kurz was zu der Militärsache sagen. Also klar, auf der einen Seite, die Europäer kriegen da oftmals keine Einigkeit hin, darüber wird ja auch geklagt. Sie kriegen überhaupt allgemein keine einheitliche Militärmacht hin. Darüber gibt es besonders Beschwerden in Frankreich, die das gerne hätten. In Deutschland ist diese Debatte gar nicht so groß. Der Grund dafür wird immer genannt, die sind sich halt nicht einig, die Regierung. Sie geben, wie Ingo gesagt hat, mit dem Militär, wenn sie das auch genauso poolen würden wie den Euro, wie die Währung, dann würden sie quasi das letzte zentrale, grundlegende Mittel der Souveränität aufgeben, teilen, und das macht kein Staat so gerne. Und sich zusammenfinden auf Basis von verschiedener einzelnen Militärmächten, da finden sie halt oftmals kein gemeinsames Ziel. Also bei Libyen sind sie sich uneinig, bei Irak und so weiter. Diese Erklärung der, sagen wir mal, mangelnden Schlagkraft der EU basiert immer sehr auf der Uneinigkeit der Staaten. Es gibt einen anderen Punkt, den finde ich wichtig an der Stelle und der ist auch gerade wichtig hier für uns. Wir diskutieren Europa immer so als Ding von, das ist so ein Ding und da geht es drinnen um Sachen. Ich würde dagegen halten, die EU gibt es überhaupt nur, weil sie sich nach außen richtet, nach außen. Was meine ich damit? Man könnte doch zum Beispiel beim Militär, die EU hat ja, oder alle einzelnen Staaten der EU haben ja Interessen, weltweite Interessen, wird ja mittlerweile auch offen gesagt, Aufgabe der Bundeswehr ist ja auch Sicherung der Transportwege, der Handelswege, der Rohstoffversorgung und so weiter. Also jede ökonomische Macht, die so weltweit aufgestellt ist wie die EU und wie die einzelnen EU-Staaten, müssen ihre ökonomischen Interessen weltweit auch sichern. Und diese Interessen gehen bis zum Hindukusch und bis nach China und bis nach Lateinamerika, überall. Das ist normal für so ein ökonomische Weltmächte, die halt überall ihre Interessen haben. Warum muss die EU das eigentlich nicht machen? Warum muss die EU eigentlich nicht weltweit militärisch für Ordnung sorgen? Ganz klare Antwort, weil es die Amerikaner machen. Ja, das ist das Ding, weil die französische Regierung möchte immer gerne und insbesondere die deutsche Bundesregierung baut ihre ganze internationale ökonomische Weltmacht darauf auf, dass die Amerikaner überall für Ordnung sorgen. Also quasi die Investitionsbedingungen überall hinstellen, die Rechtssicherheit, die Sicherheit der Handelswege, insbesondere die Investorenrechte und so weiter, das setzt ja letztlich alles die amerikanische Armee durch, meistens mit Drohungen. Und auf dieser Welle reitet eben insbesondere auch der weltweite deutsche Wirtschaftserfolg. Also das auf der einen Seite, und die Franzosen möchten immer gerne eine alternative Weltordnungsmacht dazu hinstellen. Da sagen, das finden die Deutschen aber nicht so wichtig. Ist es für sie auch nicht so wichtig, solange die amerikanische Weltordnung, die Pax Americana, für die Deutschen das leistet, was sie bisher geleistet hat. Insofern ist erspart die amerikanische Weltordnung, den Europäer erspart denen das, weltweit für Ordnung zu sorgen, das machen die nämlich. Auf der anderen Seite ist es natürlich auch der Maßstab, an dem sich Europa dann messen müsste. Also die Europäer müsste jetzt richtig was hinstellen, da reicht so eine Verteidigungsagentur nicht. Wenn man sich die weltweiten Militärhaushalte anguckt, dann wird es eine teure Sache und eine große Sache. Und
das überfordert die Europäer. Sagen wir mal im Moment überfordert, damit will ich gar nicht sagen, dass das so, so wünschenswert wäre, auf keinen Fall. Dann, was ich damit nochmal sagen will, ist, dass dieses ganze Europa-Projekt, was Ingo vorhin gesagt hat, Sie haben als angefangen haben Sie den Binnenmarkt zu gründen. Was war der Zweck des Binnenmarktes? Sich zusammenzutun. Und es gibt auch 20 Jahre EU-Binnenmarkt, gab es gerade große ökonomische Berechnungen. Was hat er eigentlich gebracht? Hat er viel Wirtschaftswachstum gebracht für Europa? Eigentlich wird gesagt, nicht so irre viel. Was er auf jeden Fall gebracht hat, war, dass er einen großen Markt geschaffen hat, der nach außen abgeschottet war, nach innen aber vereinheitlicht war. Nach innen haben sie die Konkurrenz entfesselt. Das haben viele Betriebe nicht überlebt. Die Überlebenden sind aber so groß geworden, dass sie von Europa als Heimatmarkt tatsächlich den Weltmarkt erobern konnten. Insofern war auch der EU-Binnenmarkt gar nicht so eine Sache, die geht nach innen, sondern die war auch dafür da, explizit nach außen gerichtet, um Unternehmen mit Kapitalgrößen zu schaffen, die es auch mit den US-amerikanischen Weltkonzernen aufnehmen können. Ähnlich beim Euro. Auch der Euro ist nicht einfach da, damit wir alle von Paris nach Berlin fahren können und nicht umtauschen müssen, sondern auch der Euro ist ein Angebot ans globale Kapital, sich in Europa anzulegen und tatsächlich auch in Konkurrenz zum US-Dollar zu gehen. Also wenn man sich Europa anguckt, dann geht es nicht immer so, was machen wir hier alle so, wir müssen mehr sozial, sondern man muss sich immer klar sein, dass Europa ein expansives, ein offensives Programm nach außen ist. Und das ist ja insofern auch kein Wunder, dass die Gründung, die ersten Ideen zu einem vereinheitlichten Europa kamen nach dem Ersten Weltkrieg, als die USA Weltmacht wurden und insbesondere verstärkt nach dem Zweiten Weltkrieg, als die europäischen Staaten alleine dastanden und in der Welt, in der Systemkonkurrenz zwischen Sowjetunion und USA nichts mehr zu melden hatten. Insofern ist die EU immer ein Projekt von wir tun uns zusammen, um weltmäßig was zu werden. Also ich wollte nochmal sagen, also das ist jetzt sehr stark, jetzt lag sehr stark der Fokus darauf, dass Europa unbedingt nach außen sozusagen neoliberal und militaristisch agieren muss, sozusagen schon vom Gründungsprinzip her. Ich denke, man könnte sich wohl schon auch ein anderes Europa vorstellen, aber worum es mir jetzt geht, ist eigentlich die Haltung zur Demokratie der Linken. Und zwar ist dieser Satz ja wunderbar gewesen, der jetzt in Hamburg geändert werden soll, dass nämlich Europa eben nicht demokratisch ist. Und ich denke, sowohl die militärische Komponente als auch der Neoliberalismus sind letztendlich politische Entscheidungen. Also das sind Dinge, die man politisch in einer Demokratie entscheiden kann. Aber Voraussetzung dafür ist, dass tatsächlich Demokratie herrscht. Und was mich ärgert, ist, dass es eigentlich in Deutschland eine Partei geben müsste, die radikal für eine Rückkehr zur Demokratie steht. Und es deswegen, wenn hier auch schon so steht, die Last der Linken mit Europa und so, ist mir das zu selbstquälerisch. Ich finde, man sollte ganz klar für Demokratie eben einstehen. Und da gibt es zwei Wege, entweder Rückkehr zum Nationalstaat oder eine Demokratisierung der EU. Und da muss man sich dann irgendwann mal klar entscheiden. Mir ist es fast egal, was man macht. Hauptsache, man ist für Demokratie und setzt das durch, weil das ist die Voraussetzung für alles andere. Okay, hier war jetzt noch eine Wortmeldung. Mhm. Ja, ich habe einmal gehört, dass es eine heftige Diskussion um europäischen Verfassung unter den Linken gab. Und dass es auch einige linke Befürworter dieser Verfassung gab. Und ich würde gerne wissen, wieso diese Befürworter, die für diese umstrittene oder undemokratische Verfassung befürwortet haben. Und das bezieht sich auf diese außerparlamentarische Bewegungen, die neue Europa zu begründen. Das ist meine Frage. Ja. Danke. Dann war noch Uwe. Ja, also, dass das dann zum Schluss noch mit dem Militärischen kam, da wollte ich eigentlich auch mal einhaken.
Also die EU ist ja, wie ich das sehe, eigentlich ein Zwitterwesen auf mehreren Ebenen. Ja, also wie das festgehalten wurde, also wenn man sagt, es ist keine Demokratie, es sind aber Machtstrukturen, es sind auch Zwangsstrukturen, Zwangsmechanismen ohne Ende da. Die Schrauben werden halt nur nicht so angezogen. Dann kann man eigentlich, müsste man eigentlich konsequenterweise sagen, wenn es keine Demokratie ist, ja, was ist es dann, eine Diktatur oder ein totalitärer Staatenverbund, um mal das Verfassungsgericht da so zu ergänzen. Dann frage ich mich, ist das aber schlimm? Also kann man sich über strukturelle Defizite der Demokratie in der EU beschweren, wenn ja in den Bevölkerungen, also ich rede jetzt mal von Deutschland, eigentlich das Interesse dafür gar nicht vorhanden ist. Also wo ich hinkomme, sind die Leute mit allem anderen beschäftigt, als sich irgendwie alleine Politik kompetent zu machen, sondern das große Lied ist entweder, ja, dass da so plakative Forderungen sind, dass man irgendwie mit irgendwas unzufrieden ist, aber die Politiker machen ja eh, was sie wollen. Ne? Also das ist so im Vergleich zur Politisierung, wie wir sie in den 60ern, 70ern, 80ern noch hatten, frage ich mich, ist das schlimm? Die Leute wollen die Diktatur, ja, irgendwo. Sie spüren nur noch nicht die Konsequenzen, so hart, wie sie vielleicht sein könnten. Und zu dem Twitter-Wesen wollte ich dann halt nur sagen, man muss halt auch sagen, die EU ist halt nicht nur die EU, sondern die EU ist größtenteils auch die NATO. Ja? Und diese Interessengegensätze bedeuten aber nicht, dass nicht da, wo sich Interessen vereinen, eben durch die NATO, über die NATO-Struktur, also rein technisch und militärisch gesehen, über die NATO oder zusammen mit den USA, die militärische Macht vorhanden ist und die ist auch projizierbar. Und dann das Zweite, was mir so ein bisschen jetzt gefehlt hat, war die Auswirkungen, die die EU so an den Rändern hat. Also für mich war der Libyen-Krieg so ein bisschen so auch die Sache, dass Obama gesagt hat, okay, ihr wollt hier eine eigenständige Politik machen, zumindest also Hinterhof würde ich jetzt noch nicht sagen, aber an den Rändern beweist mal eure Kompetenz, wir geben euch aber ein Backing, also ein Backup. Auch die NATO gibt gewisse Strukturen dafür. Und was aber für mich die Auswirkung ist dieser EU an den Rändern, ist halt eben in sehr vielen Staaten einfach eine Destabilisierung dieser Staaten. Politisch, nicht unbedingt militärisch. Und bei der letzten Veranstaltung wurde ja auch gesagt, es gibt durchaus Eliten innerhalb der EU, auch in Griechenland, auch an den Randstaaten, die gerne in die EU möchten. Und zwar nicht, weil da so tolle Menschenrechte oder Schwulenrechte oder sonst irgendwas sind, sondern weil dieser Ausbeutungsmodus halt für viele sehr interessant ist. Und das haben wir ja gesehen, wie viele Staaten so im erweiterten Bereich der EU im letzten Jahrzehnt auch einfach zerlegt worden sind. Also wenn sie nicht funktionieren, vielleicht reicht es auch einfach, sie quasi einfach ökonomisch, militärisch einfach einige Stufen zurückzuwerfen. Ja. Und also ist vielleicht zwar provokativ, aber ich sehe irgendwo auch diese Strukturen, man sieht nicht, wo man angreifen soll, aber was eigentlich fehlt, ist eigentlich der Wille der Regierten, da überhaupt zusammenzukommen oder überhaupt sich zu engagieren. Also sagen wir mal, Dschungelcamp hat eine höhere Einschaltquote von allen Zuschauern als eine Wahlbeteiligung am EU-Parlament. Ja, also das sagt auch viel über die jetzige Bevölkerung aus. Okay, dann noch eine Wortmeldung hier und dann. Kurze Frage, kann man Europa nicht als imperialistisches Projekt bezeichnen? Gerade nach den Ausführungen von Steffen Kaufmann klang das ja so durch. Und das richtet sich ja auch gegen die eigene Bevölkerung, nicht? Die Völker werden gegeneinander ausgespielt und machen wir uns nichts vor. Es werden da entsprechende Partikularinteressen bedient und das geht jetzt erst richtig los. Okay. Einen nehmen wir noch. Ja, als Reaktion auf das Bevölkerungsbashing gerade, irgendwie, die sind ja alle so dumm, also dann sollen sie das auch bekommen. Ich glaube mal, das hat mich dann herausgefordert, könnte man ja auch sagen, besser, ich glaube, das Grundproblem ist, dass die Leute vielleicht so zugerichtet sind, wie sie zugerichtet worden ist. Einfach, das liegt einfach daran auch, also das ist auch sozusagen von der organisierten oder unorganisierten außerparlamentarischen oder parlamentarischen Linke sozusagen keine so ernsthafte Gegenwehr gibt. Also man versucht, wenn es darum geht, innerhalb des
begrenzten Feldes des Kapitalismus ist, irgendwelche Lösungen irgendwie anzubieten, die innerhalb des Systems das irgendwie alles noch irgendwie schöner, sozialer und netter machen sollen, obwohl natürlich jeder nach der Analyse weiß, dass der Kapitalismus im Moment in der Krise ist, sozusagen, ich würde mal sagen, in der Existenzkrise, und dass aller Wahrscheinlichkeit nach jetzt die beste Zeit dafür wäre, über was Alternatives nachzudenken, ein Angebot zu machen. Und dieses Angebot, das wirklich ganz was anderes ist, natürlich muss man auch sozusagen revolutionäre Realpolitik machen, keine Frage, aber sozusagen ein schemenhaftes Angebot von etwas vollkommen anderes, das jenseits der EU, des Euros und des Kapitalismus leben könnte, sozusagen ist einfach nicht da. Und das ist so, glaube ich, das großartige Problem, was wirklich fehlt. Wenn es da wäre, könnte man den Leuten ein Angebot machen. Und wenn sie ein Angebot hätten, dann könnten sie entscheiden, ja oder nein. Es liegt kein Angebot auf dem Tisch, also können sie nichts machen. Also gucken sie dann wahrscheinlich lieber Dschungelcamp. Das unterhält wenigstens dann noch, wenn es nichts da ist. Okay. Ich glaube, ich muss jetzt auch mal Dschungelcamp gucken, wenn das hier alle kennen, nur ich nicht. Wer von euch beiden möchte? Also ich bin ganz, ganz kurz zu der. Wir brauchen Demokratisierung. Ich würde die Frage dann nochmal zurückgeben, falls ich sie jetzt nicht richtig verstehe. Radikale Demokratisierung, wie auch immer, das wird ja auch viel an Europa kritisiert. Nun ist die Kritik an das etwas undemokratisch ist, sehr formal. Solange man halt Demokratie versteht unter, wir fragen die Leute und alle stimmen ab, und dann stimmen die Leute halt ab darüber, was passiert. Das wäre so Demokratie im allgemeinen Verständnis. Und insofern würde ich im Moment nicht sehen, was sich in Europa groß ändern würde, wenn die Leute abstimmen würden. Weil in Deutschland wird ja auch abgestimmt. So, die Politik der letzten 10, 50 Jahre oder so ist ja auch demokratisch, hat ja demokratisch stattgefunden. Insofern, genau, das müsstest du mir gleich nochmal erklären, weil ich wüsste im Moment nicht, was sich daran ändern würde, wenn die Leute immer über die Politik abstimmen könnten, solange die Leute so drauf sind, wie sie drauf sind. Wenn sie dann mal besser drauf sind, dann wäre es gut, wenn sie... Ja. Oder du kannst auch gleich. Ja, ich habe mich einfach gerade auf den Vortrag bezogen, der sehr schön dargestellt hat, dass es eine sehr schwache Legitimation in Europa gibt. Schwächer als in den Nationalstaaten, das schon in den Nationalstaaten die Demokratie natürlich zu wünschen übrig lässt und noch andere Wege gefunden werden müssen, wie man zum Beispiel, was weiß ich, Lobbyarbeit oder sonst was so konstruiert, dass nicht nur irgendwelche großen Firmen daran beteiligt sind, sondern auch jeder normale Mensch irgendwie noch Einflussmöglichkeiten hat, nicht nur alle 4 Jahre oder demnächst vielleicht nur alle 5 Jahre zu wählen. Das ist klar. Aber sagen wir mal, noch ist der Nationalstaat demokratischer organisiert, als was wir auf europäischer Ebene erleben. Das haben wir gesehen. Es ist ein schwaches Bild und es kommen immer mehr Gesetze daher. Und das meine ich, das müsste man ändern. Genau, dann war es doch das, was ich sagen wollte. Der Vorwurf undemokratisch beinhaltet, die Regierung würde nicht das tun, was die Leute eigentlich wollen. Und da wäre ich mir nicht so sicher, ob dieser Vorwurf stimmt. Dass Europa undemokratisch ist oder undemokratischer auch als die Nationalstaaten, das ist auf jeden Fall so. Nur daher meine Frage, was würde sich ändern, wenn Europa demokratisiert wäre? Ist die Frage, ob sich dann was ändern würde in der Politik. Na, wie gesagt, in Deutschland werden sie ja gefragt und man hat dann wahlweise eine SPD-CDU-Regierung oder halt eine CDU-FDP-Regierung. Also ich wollte eigentlich nur noch, was der Mann da hinten gesagt hatte, solange die Leute nichts anderes wollen, stimmen sie auch für nichts anderes. Und zu der Frage, ist das ein imperialistisches Projekt, kommt nur darauf an, wie man Imperialismus definiert. Wenn man Imperialismus definiert als, jeder Staat hat Interessen, die liegen außerhalb seines Machtbereichs bei anderen Staaten und der versucht Einfluss auf diese Staaten zu nehmen, so sie sich dienstbar zu machen für die eigenen wirtschaftlichen oder politischen Interessen, dann könnte man ja sagen, fast jeder Staat ist potenziell imperialistisch und nur, dass die USA ein bisschen erfolgreicher sind als die anderen und die EU auch. Also mit der Demokratie, da hast du halt so in meinen Augen auch so eine falsche Alternative aufgemacht, den Linke
oft sich, also die sich konfrontiert sehen, weil sie die Alternative oft gar nicht selber aufmachen, aber sie sollten sie erst recht selber gar nicht aufmachen. Also zu sagen, zurück zum Nationalstaat oder Demokratisierung der EU ist in meinen Augen halt eine falsche Alternative. Also ich, auch sowas wie Rückkehr zur Demokratie, also die alte Bundesrepublik war alles andere als demokratisch. In vielen anderen Ländern, was ich in der Schweiz, durften erst ab den 70er Jahren Frauen wählen. Da weiß ich nicht, was da demokratischer gewesen sein soll, sondern und sozusagen Demokratisierung der EU, da habe ich sozusagen meine Skepsis versucht zu zeigen. Und ich würde eher sagen, man müsste diese Frage eben jenseits von Demokratisierung der EU und einem Zurück der Nationalstaaten formulieren. Und nur weil es jetzt hier in Deutschland bisher wenig auf der Straße passiert, finde ich das ein bisschen borniert. Also wenn man sich anguckt, dass in vielen anderen Ländern Leute massenhaft auf die Straße gehen und sich genau diesen Formen, wie Politik offiziell betrieben wird, entziehen, indem sie halt sagen, ihr repräsentiert uns nicht, verweigern sie sich eben genau einerseits diesen parlamentarischen Prozedere, wo am Schluss eben auch sehr wenig sozusagen bei rauskommt, was man sozusagen sich vielleicht erhofft. Und gleichzeitig setzen sie auch nicht unbedingt auf die EU, sondern sie setzen sozusagen auf eine Form von Selbstorganisierung und eine Perspektive, wo man sagt, wir müssen unser Leben wieder selber in die Hände nehmen. Und das wäre im Prinzip meine Perspektive, die ich aufmachen würde und eben nicht zu sagen, zurück zum Nationalstaat oder Demokratisierung der EU, also was ich vor meine Formulierung war, sozusagen diesen Institutionen Organisationsleistung für die Gesellschaft abbringen. Das Gleiche würde ich zum Beispiel formulieren für das Kapitalverhältnis. Das Kapitalverhältnis organisiert die Arbeit nach der Logik Ausbeutung von Lohnarbeit mit dem Zweck von Profit. Und ich würde sagen, nicht Profit sollte das Zweck sein dafür, dass wir arbeiten, sondern um unsere Bedürfnisse zu befriedigen. Und genauso wie man den Staaten und den Parlamenten und der EU Organisationsleistung für die Gesellschaft abbringen muss, muss man das sozusagen dem Kapital abbringen. Und in vielen Ländern passiert es ja teilweise natürlich aus einer Not heraus, indem Genossenschaften gegründet werden und so weiter und so fort. Die werden natürlich in der Konkurrenz, haben die ein sehr schlechtes Standing. Global betrachtet gab es das immer wieder. Und das wäre sozusagen meine Perspektive, die ich gerne aufmachen würde und wo man, glaube ich, auch dieser Falle entgeht, immer sozusagen auf die blöde Bevölkerung zu schielen, weil man müsste sozusagen anfangen, da wo man lebt, da wo man arbeitet, da wo man studiert, in die Schule geht, müsste man anfangen mit den Leuten, mit denen man da zusammen ist, darüber sich zu unterhalten, in welcher Form ist jetzt hier EU und in welcher Form ist hier dieses Leitbild wettbewerbsfähig werden präsent, was verlangt es von uns und warum wollen wir dem sozusagen etwas entgegensetzen? Was setzen wir dem entgegen? Warum verstehe ich nicht, dass die EU hier plötzlich eine Rolle spielt? Man muss sozusagen anfangen aufzuklären. Und wenn ich einfach mal als Maßstab eine der ersten Broschüren der Rosa-Luxemburg-Stiftung zur Euro-Krise nehmen würde, würde ich sagen, ist das Bedürfnis für eine verständliche Analyse sehr groß. Die Leute reißen einem das aus der Hand, die wollen verständlich erklärt haben, warum die Griechen nicht faul sind, warum es Unsinn ist zu sagen, wir leben auf Kosten unserer Enkel, wenn wir uns verschulden. Das sind alles so plausible Sätze, wo man erstmal so spontan nickt und wo es aber wirklich sehr viel Aufklärungsarbeit gibt, die man tagtäglich in den Familien, in Schulen, überall im Prinzip machen kann. Und da fängt dann genau das an, was ich beschreiben würde als eine Form von Selbstorganisierung, weil man nämlich die Prinzipien, nach denen vieles organisiert wird, in Frage stellt. Und vielleicht nochmal zur EU, also ähnlich wie ich gesagt habe, das ist so schwierig, das begrifflich zu fassen, was es eigentlich ist. Also ist es ein Staat, ist es sonst was, würde ich natürlich nicht sagen, dass es eine Diktatur ist, weil es gibt formale Abläufe, die wo ich sagen würde, da gibt es schon noch einen Unterschied zur Diktatur. Es gibt einen Begriff von Poulantzas, autoritärer Etatismus, der von jemand anders noch ein bisschen umgearbeitet wurde zu einem Wettbewerbsetatismus, wo beschrieben wird, dass sozusagen in so einem Staatsensemble, also die Gewaltenteilung,
mehr und mehr Kompetenzen sozusagen einer Legislative entzogen werden, also sozusagen, wo darüber diskutiert wird, was wollen wir eigentlich, welche Gesetze wollen wir eigentlich, und immer mehr der Exekutive zugeschoben werden, also den ausführenden Organen, den Parlamenten, der Polizei und so weiter und so fort. Denen werden immer mehr Kompetenzen gegeben. Das kann man in den letzten Jahren sehr schön zeigen, eigentlich schon seit den 80er Jahren, dass bestimmte Debatten, also das Parlament, die spielen sozusagen immer eine kleinere Rolle, auch Gerichte, also das, was ich vorher beschrieben habe für Spanien, die Gerichte in Spanien haben ständig gesagt, das, was die Polizei da macht, ist illegal. Was machen die? Sie machen einfach, verschieben sozusagen das Gewicht von, also entziehen sozusagen den Gerichten Kompetenzen und sagen, die Polizei bekommt mehr Kompetenzen, indem sie zum Beispiel Ordnungsgelder in Höhe von mehreren 10.000 Euro irgendjemand geben oder verhängen kann, der scheinbar aufruft zu einer Blockade oder zu einer unangemeldeten Demonstration. Und es ist nicht Diktatur, aber es ist sozusagen eine Verschiebung hin zu Polizeirecht, wo einfach die Polizei sagen kann, wenn jemand zu einer Demonstration aufruft, bekommt der eine 200.000 Euro Strafe. Das kann jemanden rucki-zucki ruinieren. Der überlegt sich das zweimal oder sie, ob sie dazu aufruft. Und kein Gericht kann sozusagen hinterher mehr sagen, das ist illegal. Und es ist aber noch keine Diktatur, sondern innerhalb sozusagen dieser formaldemokratischen Staaten verschieben sich die Machtzentren, so kann man das beschreiben. Und dieser Europarat, den ich beschrieben habe, der eben nach 1949 gegründet wurde, der kritisiert genau diese Tendenz in Spanien, wo man merkt, okay, sozusagen Institutionen, die sich, die genau sowas wie Menschenrechten, formalen demokratischen Rechten, Versammlungsfreiheit und so weiter verschrieben hat, hat da ein Gespür dafür. Aber viele andere Institutionen, da wird es sozusagen ausgeblendet. Es waren noch so viele Fragen, auf die ich gar nicht mehr groß eingehen kann. Also diese mit der Verfassungsdebatte, soweit ich weiß nicht mehr, die hieß, glaube ich, lustigerweise sogar Kaufmann, die Frau, die da für die Verfassung war, die ist inzwischen bei der SPD. Also da wurde einfach die Partei gewechselt. So geht es dann auch relativ schnell. Auf die anderen Sachen hat ja Stefan schon größtenteils geantwortet. Ich hatte jetzt vorhin noch registriert in dieser Diskussion, als um die Demokratisierung ging, da hinten noch eine Wortmeldung, die dazu war. Existiert die noch? Theoretisiert wird, danke, mit diesem Demokratiebegriff, weil, was heißt, wir wollen mehr Demokratie fordern. Ich habe fast den Eindruck, wir können jetzt langsam optimistischer sein, dass es wieder demokratischer wird. Weil wenn man sich die Aktionen gerade so in Berlin anguckt, der Energietisch, der Wassertisch, die Aktion mit dem Tempelhofer Feld, dann die Proteste, die es vielleicht zu dem Flughafen gibt, zu dem neuen BER oder andere Proteste, das würde ich erstmal als positive Merkmale einer wachsenden, eines wachsenden Bewusstseins oder Bewusstheit erstmal der Bevölkerung sozusagen werden, dass sie sich mitbeteiligen wollen an bestimmten Prozessen. Und ich muss sagen, die Linke vertritt ganz, ganz sehr eigentlich diese Demokratisierung in der EU. Schon Christa Luft hat vor 20 Jahren schon gesagt, bevor man diesen ganzen Arbeitsmarkt eröffnet, müsste eigentlich für alle, die jetzt zu uns hierher kommen, gleiche Arbeitsbedingungen, gleiche Löhne existieren. Und das ist ja bis heute eigentlich noch nicht geschaffen worden. Und also ich denke mal, dass die Linke gerade für diese Demokratisierung ist, dass sie also gleiche Rechte für alle Bevölkerungsgruppen, also aus den anderen Ländern sozusagen einrichten will und dass sie sich auch nicht dagegen stellt, dass jeder Mensch eigentlich leben sollte, wo er das möchte. Ich denke, dort sind Ansätze drin, dass man also eine wachsende Demokratisierung eigentlich finden könnte. Jetzt. Da waren jetzt noch zwei Wortmeldungen hier vorne, die ich jetzt nicht mehr erinnere. Wer war das noch? Ja, ich wollte noch mal was zu der Selbstorganisation sagen, was ich eine ganz tolle Lösung fände, wenn sich da wirklich die Bevölkerung aufraffen würde und noch mal darauf besinnen würde, dass es eben darum geht, dass wir uns selber organisieren, dass wir der Souverän sind und so weiter. Ich könnte mir nur vorstellen, dass es, weil du ja eben auch gesagt hast, man muss immer fragen, was ist möglich, was ist
realisierbar. Ich würde sagen, dieses mit der Selbstorganisation ist was, was man unbedingt anleiern muss, wird aber ein langer Prozess. Und ich würde auch sagen, dass es nicht ausschließt, dass man versucht, Institutionen zu reformieren, sondern dass sich das sogar gegenseitig, dass es so einen Synergieeffekt geben kann, dass wenn Leute merken, das ist doch wichtig, dass man Institutionen demokratisch gestaltet, dass sie dadurch auch wieder ein stärkeres demokratisches Bewusstsein bekommen. Und dass die Linke natürlich dafür ist, dass die Leute mitbestimmen und so, das ist mir völlig klar. Mir ist es nur noch nicht radikal genug, dass man wirklich hingeht und sagt, wir müssen jetzt das und das erreichen, und sondern so ein bisschen herumschwelgt in Theorie, was für mich ein bisschen auch Theorie ist, dass man sagt, wäre eigentlich ideal, wenn das über Selbstorganisationen laufen würde, was ich wirklich ganz toll finde. Aber wie gesagt, das wird ein langer Prozess. Und dann nur noch ganz kurz wollte ich sagen, früher gab es eben so die sozialistische Internationale, und das ist so ein Gedanke, den ich nicht aufgeben würde anstelle der Linken, weil ich glaube, das ist ein großes Potenzial, dass man nicht nur auf nationaler Ebene denkt, sondern sich wirklich zusammenschließt mit Leuten aus anderen Ländern. Deswegen ist ja auch toll, dass der Herr von Syriza kommt. Also ich denke, das ist wirklich ganz wichtig, dass man muss ja nicht gerade die Institution, die europäischen Institutionen so toll finden, aber dass man sich eben nicht nur im eigenen Saft brät, sondern wirklich international organisiert. Okay. Gut, jetzt gibt es keine weiteren Diskussionsbeiträge mehr. Dann würde ich einfach auch vorschlagen, dass wir so eine Abschlussrunde auf dem Podium machen, wenn ihr einverstanden seid. Wer möchte gerne zuerst? Ich wollte vorhin auch gar nicht gegen Demokratisierung. Demokratisierung ist eine wunderbare Sache, nur sie wird manchmal wie eine Fahne durch die Gegend geschwenkt, als wäre damit schon alles gegessen. Punkt 1, Punkt 2, Selbstorganisation, klar, und das ist ja auch, Selbstorganisation ist eine feine Sache, aber sie braucht halt oft auch eine Reform der Institutionen. Vorhin wurde das Tempelhofer Feld genannt, ist eine Form der Selbstorganisation, aber ohne die Institution des Bürgerbegehrens wäre sie halt auch nichts wert. Insofern braucht es schon immer beides. Dritter Punkt, du sagst, Selbstorganisation schließt ja nicht aus, dass man sich auch nur für eine Reform der EU-Institutionen einsetzt. Meine persönliche Erfahrung ist, so viel Lebenszeit hat man meistens nicht neben dem Job. Besser, man konzentriert sich auf eine Sache. Und deswegen finde ich derzeit das Dringendere, deswegen sitze ich auch auf sowas wie hier, dass ich mich nicht an EU-Institutionen wende, die explizit kein Interesse an meiner Meinung haben, sondern dass ich mich eher an die Leute wende, um sozusagen etwas herzustellen, wenn dann die Demokratie dann auch da ist oder stärker ist, dass die Leute dann auch was Gutes damit anstehen. Also die internationale Perspektive, die du am Schluss aufgemacht hast, die würde ich auf jeden Fall vollkommen unterstützen, gerade vor dem Hintergrund, dass Europa, gerade weil es so ideologisch aufgeladen wird, langsam auch insofern gefährlich, dass da angefangen wird, ähnlichen mystifizierende Geschichten zu erzählen wie über die Deutschen, die seit dem Schlacht am Teutoburger Wald sozusagen eine Gemeinschaft bilden, wird inzwischen auch daran gestrickt, dass dann die Europäer eigentlich schon seit Aristoteles in Athen philosophiert hat, sozusagen eine gemeinsame Geschichte haben. Ne? Also das fängt, also da kann man wirklich angucken in Museen. Der Euro hat auch den Karlspreis bekommen vor einigen Jahren. Wenn man die Begründung liest, da merkt man richtig, wie da so eine kollektive Geschichte erzählt wird, die es noch nie in dieser Form gab. Und von daher muss man natürlich, genauso wie man die Mystifizierung der Deutschen, muss man auch aufpassen, dass man nicht dieser Mystifizierung der Europäer, dass man da mitstrickt, indem man sagt, man versucht, über den Nationalstaat hinaus eine europäische Politik zu betreiben. Also sie muss als europäische Politik radikal internationalistisch sein und sozusagen auch über diese Grenzen dieses geografischen, politischen Raums hinausgehen. Und es passiert ja auch, die Gewerkschaften sind da leider teilweise noch nicht so richtig gut aufgestellt. Also die
sind sozusagen teilweise genau in diesem Wettbewerbskooperatismus da noch gefangen. Von der IG Metall zum Beispiel gab es letztes Jahr auch so blöde Sprüche, dass eben die spanischen Arbeiter ja ein bisschen selber schuld sind, dass da Spanien in die Krise geraten ist. Und da merkt man einfach, dass dieser internationalistische Geist in der gewerkschaftlich organisierten Arbeiterbewegung noch nicht unbedingt stark verankert ist. Also da musste man auf jeden Fall dran arbeiten. Blockupy zum Beispiel, da finden da internationale Treffen statt. Da passiert es ja auch. Leute reisen nach Griechenland, was ich vorher gesagt habe, mit diesem Europa der Städte, das war auch nicht nur so dahergesagt, wenn man sich anguckt, wie viele Migranten aus den Ländern hier in Berlin wohnen. Da kann man sozusagen wirklich real mit Leuten, mit denen man, also ich mache hier die Kapitalkurse, da ist inzwischen ein Drittel kommt aus Spanien oder Griechenland oder Italien. Das heißt, ich kann mit den Leuten das Kapital lesen und gleichzeitig über die Lebensrealität ihrer Freunde und Verwandten in Italien und Griechenland reden. Ja? Also das ist nicht was, was arg weit weg ist, sondern es ist was, was uns, glaube ich, wirklich überall an der Hochschule, in den Betrieben oder sonst wo begegnet oder auch in den Kneipen. Und diesen Internationalismus würde ich auf jeden Fall unterstreichen.